Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021, der den spielt das, ne, 22. Wir werden heute mal ein kleines Szenario im Köblitzer Bergland spielen und wenn wir eine kleine Regionalbahn übernehmen und haben es ein wenig mit Nebel zu tun und so weiter und ja, sehen wir, was uns hier so erwartet, wenn es denn gleich losgeht. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit der neuen Folge und ja, ich melde mich gleich nochmal bei euch. So, da wären wir schon. Wollen wir das Ganze mal starten? So. Hallo Kollege, Sie übernehmen heute Morgen die Regionalbahn nach Altenburg. Sowie die Signalisierung es erlaubt, können Sie zum Bahnhof in Bad Rinkenburg fahren. Sie halten auf Ihrer Fahrt an allen Bahnhöfen. Viel Spaß. Ja, dann wollen wir das Ganze mal starten. So. Werden wir noch ein. Was jetzt passiert? Anscheinend hier noch eine kleine Vorgeschichte. So, jetzt aber. Genau, ich wollte noch. Da tut sich anscheinend nichts. Nun denn. So, die Signalisierung, wie sieht die aus? Noch ist verweigert. Ah, da kommt noch eine schöne V363 an. Oder 294. 294. So, wir dürfen. Natürlich müssen wir vorher den Hauptschalter nach vorne verlegen. So. So, wir scheinen pünktlich zu kommen, das ist sehr schön, aber wir werden zu schnell. Wir haben schon ein paar Punkte Abzug, aber das nehme ich jetzt mal sportlich. So.
So, da haben wir unseren ersten Bahnhof auch schon erreicht. Unseren Startbahnhof. So, mal schauen. Das ist unsere Zuglok 143 028-9 und das ist der angehängte, die angehängte Regionalbahn. Schöne Mintgrün, mintgrüne N-Wagen. Ich finde, ein sehr, sehr schöner Zug. Meine Damen und Herren, auf Gleis 6, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. So, Gleis 6 hat Ausfahrt. Das mit den Ansagen finde ich ja wunderschön, muss ich wirklich sagen. Schade nur, dass wir keine Zugzielanzeige haben, aber man kann nicht alles haben. Wunderschön, oder? Wunderschön. So. Das ist unser Zug. So, Bremsen sind gelöst, dann auf geht's. So, 60. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie an Bord der Regionalbahn der Linie 21 nach Altenburg Hauptbahnhof und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, dem schließen wir uns natürlich an. Gleich auf 100 aufschalten.
auch nicht mehr. In wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Altenburg, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wunderschöne Ansage, muss man wirklich sagen. Fällt mir sehr gut, das Szenario. Das ist mal was ganz was anderes. Schade eigentlich, dass man keine Passagieransicht hat. Fängt schon wieder an zu riechen. So, ach, schaut mal hier. Die ist doch auch wunderschön, oder? Wunderschön. So, auf geht's nach Schleusfeld. In wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Schleusfeld, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, ihr merkt, die Bahnhöfe sind nicht besonders weit auseinander. Weiter kurz aufschalten.
Und der KI-Verkehr ist auch nicht zu interessant, finde ich. Echt geil. So, nächster Halt, Köbler Wald. Dann sind wir auch schon in Köblitz. So, die begehen Selbstmord. So, dann kommt Altenburg, also Niederkirch, Altenburg und Altenburg. So, das wird wohl der erste Bahnhof sein, den wir nicht pünktlich erreichen, aber darum geht es mir eigentlich auch gar nicht. Sondern es geht ja um den Spaß. Und nicht darum, das Szenario unbedingt erfolgreich zu beenden. Das ist jedenfalls meine Meinung. So, Bahnübergang ist auch dicht.
So, dem habe ich mal halb das Fahrerhaus weggehauen, beziehungsweise die Front. Du stehst aber irgendwie ein bisschen weit drin, Kollege. Ne? Also die Schranke hast du locker mal überfahren. Das wird teuer. Das wird teuer. Naja. Auf geht's. Ich habe trotzdem einen Haken. Auch schön. Dann habe ich es ja doch geschafft. Super, jetzt dürft ihr. Und tschüss. Ah. So, 120. Ups, war ich ein bisschen fix. Er rechnet auch mit 40, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist wie mit 40 in den Köpitzer Bahnhof einfahren.
Da steht unser Zug. Regionalbahn 21436 nach Altenburg Hauptbahnhof. Schaut euch doch mal diesen Bahnhof hier an. Doch, der hat es schon in sich, oder? Wunderschöner Bahnhof, muss man wirklich sagen. Überhaupt die ganze Gegend hier, also wunderschön. Da sind sie noch fleißig am Bauen. Da fährt der Zug durch, der angekündigt wurde. Meine Damen und Herren, am Gleis 6, bitte steigen Sie ein. Tüten schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Also ich kann wirklich nur sagen, ein wunderschönes Szenario, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Von den Ansagen her, von der Aufmachung her, vom Zug her, vom KI-Verkehr her, also wirklich ein sehr, sehr schönes Szenario. Das Ganze nennt sich Bergland im Nebel. Und ja, wie gesagt, so, wir haben noch Rot. So, dann dürfen wir jetzt aber auch. Während der Kran hier seine Arbeit tut. Wunderschön. Ich bin restlos begeistert. Das in der Sonne. Wunderschön. So. Dann wollen wir mal aufschalten. So, dann sind wir auch schon gleich in Niederkirch. Ein sehr kurzes, aber ein sehr schönes Szenario. Und wie gesagt, also ich bin restlos begeistert. So, wir haben 60. Das heißt, wir müssen mal ordentlich in die Bremse gehen. Nämlich 60 Vorankündigung. Und da wollen wir uns natürlich dran halten. Diesmal.
Warum jetzt keine 60 kommt, ist mir jetzt, verstehe ich jetzt auch nicht. Da stand gerade ganz klar Vorankündigung 60 und ja. Wenig noch rollen lassen, ein bisschen knapp hier am Bahnsteig. So. Mehr Kräuter auf engstem Raum findet man nur in Amsterdam. Ja, ja. Stellt sich die Frage, was für Kräuter? Bauhaus, wenn es gut werden muss, soll. Heizen, 2015, 16. Mhm. Ihr seht, das ist ein wenig älter, das Szenario. Aber nichtsdestotrotz wunderschön. Nächster Halt, Altenburg. Was ist denn jetzt los? Ah. In wenigen Minuten ja, komm. Erreichen wir den Bahnhof Altenburg Bach Abstieg. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Aber das passiert den besten Bahnern.
Ah, ihr habt gesehen, wenn man was passiert, was wenn man das nicht bestätigt, dann bekommt eine Zwangsbremse. Genau so, wie es mir gerade passiert ist. Ja, noch sind wir ja nicht so weit. Der Hauptbahnhof kommt noch. Immer mit der Ruhe. Hätte ich zum Mäusekotzen. Ist doch jetzt nicht wahr. Ja, ich bin ein klein wenig aus dem Takt, würde ich sagen. Aber nur ein ganz klein bisschen. So, ich glaube, jetzt sollten alle Wagen drin stehen. Naja, ich stehe auf jeden Fall am Signal. Ziemlich. So, das war's mit dem kleinen süßen Szenario.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Ja, ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise ihr hört mich wieder. Trotz der Stolpersteine, die ich so zwischendrin hatte, hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Ja, bravo, Sie haben diese Fahrt geschafft und erfolgreich an allen Bahnhöfen gehalten. Legen Sie nun erstmal eine Pause ein und erholen Sie sich ein bisschen, bevor im dritten Szenario etwas rangiert wird. Ja, mal schauen, ob ich das als nächstes spiele. Euch vielen Dank fürs Ansehen. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Bye, bye.